Alle wollen sie sehen, die neue Chochi, die Schwester von Winnetou. Der erste besondere Auftritt von Nadine Menz, hoch zu Ross. So eine Bühne hatte sie noch nie. Freilichttheater habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, das heißt, es wird mein Debüt. Und ich bin einfach unglaublich aufgeregt und freue mich auf diese riesen Herausforderung. Ich meine, das Theater ist riesengroß, das wissen wir alle. Für Alarm sorgte sie schon in Rollen bei der Autobahnpolizei oder in der Hauptrolle von Rosenblüten im Sand von Inga Lindström. Jetzt eine neue Rolle, die sie auch mit neuem Leben füllen will. Meine Rolle ist eine emanzipierte Kriegerin, fast schon, würde ich sagen. Wir haben gesagt, wir haben irgendwie alle so ein bisschen das Bild von einer Kriegerin im Kopf, die sich nichts sagen lässt, die mit allen Männern mithalten kann, die ja, sich selbst zu verteidigen weiß und auf jeden Fall ein Vorbild für junge Frauen ist. Neben bekannten Gesichtern auch ganz neu, aber genau der richtige, Wolfgang Barrow als Bösewicht. Bekannt als durchtriebener Rechtsanwalt in guten wie in schlechten Zeiten. Jetzt für ihn ganz neue Zeiten auf der Freilichtbühne. Ich bin auch gespannt. Ich meine, die Pferde, die sind wahrscheinlich mehr daran gewöhnt als ich. Und ich werde mich wahrscheinlich jetzt erstmal auch erschrecken, wenn da irgendwas knallt und so weiter. Aber ich finde das einfach toll. Ich finde das klasse, dass ich jetzt als erwachsener Mann wieder Cowboy und Indianer spielen kann. Wolfgang Barrow und Nadine Menz. Ein Paar werden sie nicht, auch keine Blutsgeschwister. Winnetou 1 wird dieses Jahr in Bad Segeberg gespielt. Die Anmutige trifft auf den Bösewicht. Das ist jetzt wirklich der größte Bösewicht, den Karl May vorzuweisen hat. Der ist böser als alle anderen. Und Wolfgang Barrow ist der größte Fiesling, den das deutsche Fernsehen zu bieten hat. Wolfgang Barrow in einer Rolle, die er kennt und liebt. Aber etwas mulmig ist ihm doch, vom Publikum ganz direkt gehasst zu werden. Ich hoffe, das gelingt mir, dass mir die Leute das nicht so übel nehmen wie jetzt Mario Adorf. Den hatte ich mal getroffen bei einer Sendung und der hat mir erzählt, dass ihm die Zuschauer das jahrelang vorgeworfen haben, dass er Winnetou Schwester erschossen hat. Und ich hoffe, man nimmt mir das hier nicht übel. Allzu viel soll aber noch nicht verraten werden, auch wenn die Geschichte meistens bekannt ist. Die Rollen sind aber neu verteilt.